Nicht schlecht. Okay, so, deutsche Bundesländer in einer Nussschale. Okay, gucken wir uns an. Es war einmal ein riesiges Königreich vor einer sehr langen Zeit namens Deutschland. Ein König namens Wilhelm der Deutsche herrschte über das ganze Land und beschloss alleinig die Gesetze. Doch das gefiel den anderen Borgherren überhaupt nicht. Und so fingen sie an, mit einem Katapult an Pferden befestigte Atombomben aufeinander zu werfen. Und durch diese Auseinandersetzungen spaltete sich das Land Deutschland und jeder von den 16 existierenden Borgherren verbunkerte sich in seinem Teil des Landes. Durch diese langjährige Auseinandersetzung wurden eigene Reiche gegründet und Kulturen haben sich gebildet, die ab sofort unabhängig, jedoch gemeinsam voneinander agieren sollten. Das ist echt, mir und gefällt so echt die Arbeit, ungefähr die sind unsere 16 Bundesländer entstanden. Okay, ich gebe zu, ich habe ein paar Fakten ausgelassen und hier und da ein paar Sätze aus dem doch ziemlich trocken formulierten Wikipedia-Artikel umgeschrieben. Eigentlich ist alles erfunden, aber das ist jetzt erstmal unwichtig. 4 Videos, 16 Bundesländer, sehr viele Klischees und ich gebe euch mein Versprechen. Jeder von euch wird sich nach diesen 4 Videos angegriffen fühlen. Fick dich, Niedersachsen, fick dich! Du hässliches, beschissenes Bundesland! Das ist saugut gemacht. Hey, ich meine, warum läuft sowas nicht in den Öffentlich-Rechtlichen? Ne? Ich werde es nie verstehen. Jetzt mal gucken. Bayern ist das Bundesland, was dafür verantwortlich ist. Gründe, nicht in dieses Bundesland zu ziehen. 8049. Biergärten zu viele. Biergärten. Haha, I know Bayern. This is so Germany, Erika. Haha, I love German music. Panzerkampfwagen, Luftwaffe. What do you have there? A Kebab? Why are you not eating Schnitzelpotatoes and Sausage? Where is the nearest tank museum? Also I want to buy some Lederhosen. Because this is so German culture, right? See you at Oktoberfest. Bayern ist das Bundesland, was dafür verantwortlich ist, dass die ganze restliche Welt denkt, dass jeder deutsche Staatsbürger den ganzen Tag lang Weißwurst isst, Bier trinkt und im Dirndl oder Lederhose rumrennt. Das mit dem Bier stimmt. I love Oktoberfest, die Pretzels. Wow, danke schön, dass ihr den ganzen Teil der deutschen Kultur für euch selber beansprucht. Warum streichen wir nicht jedes andere Bundesland von der Karte und schreiben einfach überall Bayern hin? Bayern allein, weil Bayern als Bayern für Bayern mit den Bayern Bayern erhält. Doch hohe Vorsicht ist geboten, denn Bayern ist nicht gleich Bayern. Solltet ihr nämlich auf die Idee kommen, einen dieser drei Bereiche auch nur in einem kleinen Nebensatz als Bayern zu bezeichnen, werdet ihr mit Sicherheit am nächsten Morgen einen wütenden Pöbel bestehend aus Schwaben, Franken und Oberpfälzern vor eurer Tür stehen haben. Altbayern, Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz kam, Mittelfranken, Unterfranken, Oberfranken, Schwaben. Und in diesem Bereich, den man wirklich einfach nur Bayern nennt, findet jährlich das Oktoberfest statt, bei dem sich die Leute über Philosophie unterhalten. Oh, das ist aber geil. Also ich weiß, ja, bayerische Kultur und so ist alles furchtbar. Ich bin auch kein großer Fan, aber muss sagen, also das Bierbankrutschen kann so perfekt zu mir. Unterfranken, Oberfranken, Schwaben. Oh, ist das geil. Und in diesem Bereich, den man wirklich einfach nur Bayern nennt, findet jährlich das Oktoberfest statt, bei dem sich die Leute über Philosophie unterhalten. Aber was haben die da vorne? Also was haben die als Rutsch? Als Rutsche? Oder man gemeinsam in seinem Festzelt über den Sinn des Lebens wie... Dummsacker. Wir wollen auch nicht Betrunkene vor die Kamera holen. Ach du heilige Scheiße. Ein sehr intensiver Fleischkonsum, alle ziemlich religiös und auf alte Tradition verharrend, schrecklich unverständliche Dialekte. Bleib auf dem Teppich, du Radler trinker. Mein Alter hat mir wieder mal rausgeschmissen und jetzt zötteln wir draus. Weiß ich nicht, Chef, viele Leute haben Urlaub dazu, da kann man nicht sagen, schau, das ist so schön und alles. Wie ein wohler Berg oder was in drei Sessel überall immer noch. Und ja, Kiffen ist wirklich schrecklich, aber das 20. Bier am Abend, das kann man schon mal. Diese Pimmel, diese bayerischen
Die Brünzker Kunstkammerlager. Die haben einfach jetzt jede scheiß Bank als Spielplatz deklariert. Das muss man sich mal reinziehen. Was für eine fucking Hater-Gemeinschaft. Die sind ja schlimmer als Kendrick. Das ist ein ganzes Land voller Kendricks, für die alle anderen Drake sind. Wir haben euch doch nichts getan. Wir wollen doch nur kiffen. Ihr Pimmelköpfe. Ihr mit eurem scheiß Bierkonsum. Wirklich, egal. Schnackenbraten. Pro oder Anti-Drogen? Anti-Droge. Alkohol ist ja auch eine Droge. Ah, so ein Schmarrn, das ist ein Lebensmittel. Hingegen die Freigabe Wer ist das? Von Drogen, liebe Freunde. Bin dagegen. Abfahrt. Außerdem gibt es noch die Hauptstadt München mit den statistisch größten Mietpreisen in ganz Deutschland. 1400 Euro Kaltmiete, wer bietet mehr? Verkauf eine wunderbare Wohnung in München für nur 50 Bitcoin, wow. In München kriegst du für 1000 Euro 15 Quadratmeter kalt. Auf dem Dorf bekommst du für 1000 Euro die Schlüssel zur Burg, die Staatsgewalt und noch 327 Euro. Hä? Wie, du zahlst nur 6000 Euro für deine Miete? In meinem Vertrag stand, dass ich meine Seele verkaufen musste. 1200 Euro warm für eine 1,5 Zimmer in München ist jetzt nichts Neues, ist keine Herausforderung. Die findet man. Irgendwann kam der komplette wütende Rest von Deutschland auf die Idee, sich gegen ganz Bayern zu verschwören. Denn manche zählen das riesige Bundesland überhaupt nicht mehr zu Deutschland dazu. Manche tun einfach so, als würde es gar nicht existieren. Und ja, ich finde auch. Sagen wir doch mal, gucken wir uns doch mal die Karte an. Würde das nicht viel besser aussehen, wenn im Osten von Baden-Württemberg und im Süden von Thüringen und so, wenn das einfach weg wäre? Ich muss dazu sagen, ich bin ja, ich bin quasi, kann ich das zeigen? Ja, ich bin ungefähr hier, bin ich geboren oder so. Also ich bin hier in Hanau geboren, ich weiß nicht, wo das ist, aber gelebt habe ich wirklich hier an der Grenze zu Bayern lange Zeit, Lohaupten. Das tut mir heute noch leid. Und eine Petition, dass man Bayern einfach zu Österreich rüberschieben sollte, habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen. Können wir bitte eine Mauer um Bayern drumherum bauen? Dieser Kommentar sollte als Begründung ausreichen. Irgendein Mister, oh, ich kann so toll bauen, seht alle her, kam eines Tages mal auf die Idee, dieses eine Gebäude aus Assassin's Creed in Bayern nachzubauen. Assassin's Creed Unity. Ein riesiges, wunderschönes Schloss gibt es auch noch, von dem alle Amerikaner im Internet denken. Oh, ist das hier Nino Avocado? Ein riesiges, wunderschönes Schloss gibt es auch noch, von dem. Das ist ja wirklich, oder? Können wir mal ganz kurz darüber reden, wie also es ist so furchtbar. Das ist doch Nino Avocado, oder? Ist das nicht der Dude, der eigentlich angefangen hat als veganer YouTuber, der dann dieses wie heißt das? Aber dieses super viele Fressen für sich entdeckt hat und dann wurde er da zu so einem Fressfluencer und jetzt sieht er halt so aus. Muckbang. Ist ja wirklich, ne? Sag mal, was ist denn mit dem Typen passiert? Das ist doch geil, der ist doch geistesgestört, oder? Also da kann mir doch keiner erzählen, dass das ein normaler Mensch ist, wenn ihr den seht, wie der vorher aussah. Das ist Endstufe Social Media. Unfassbar. Dem alle Amerikaner im Internet denken, dass jeder in Deutschland genau in so einem Gebäude leben würde. Das ist ein gottverdammt gutes Schloss. Und im Süden kann man wunderbar Skifahren. Und das gefühlt 365 die Tage Zusammenschnitte im sind Jahr. Muah, die Sahne. Ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Wow. Warte mal. I doubt it. Da hinten kommt mein Zug. Spitze. Leute aus Bayern können außerdem nicht aufhören zu erwähnen, dass sie das beste Bundesland seien, dass ihr Fußballverein wieder das 20. Mal in Folge gewonnen hat. Die Stimmung gerade in der Kabine, Sie waren schon drin, hat Hansi Flick schon ein bisschen was gesagt. Was denken Sie? Ja, Sie lachen jetzt hier. Nee, ich lache nicht. Natürlich haben Sie gelacht. Und alle begrüßen sich dort mit Grüß Gott. Grüß Gott, Militärstreifenkontrolle. Komm, ist auch schon lustig. Einmal, da komme ich ja her, ne? Hessen. Alter, 79 Jahre, Gewalt, ja. Das kann ich. Da ist aber wahrscheinlich zu 80% die Gewalt kommt aus Frankfurt. Ein berühmtes hessisches Gericht trägt den Namen Handkäse mit Musik. Und das sollte uns allen zu denken geben. Ey, das ist wirklich wahr. Ich habe immer, meine Mutter hat das ständig gemacht. Sich selbst hat die Handkäse mit Musik gemacht. Und ich habe es auch nie verstanden. Ich dachte mir, wo ist denn die Musik? Und die, ja, da musst du es essen, dann hörst du die. Nee, einfach Bullshit. Bullshit! Verlogene Betrügerei! Ja, selbst beim Käse!
In Hessen gibt es die zauberhafte Natur, in der man bei einer Wanderung seine ganzen Sorgen fallen lassen kann, wunderbare Burgen und Schlösser besichtigen kann, um danach auf einer vom Abendlicht getränkten Bank mit einem Apfelwein in der Hand den rötlichen Sonnenuntergang genießen kann. Und es gibt Frankfurt am Main. Es ist genau so. Oh, meine Schuhe wurden geklaut. Egal, ich kaufe mir einfach neue. Oh, mein Portemonnaie wurde auch geklaut. Ich hasse mein Leben. Leute aus Hessen, außerhalb dieser Großstadt, lieben es, wenn man das ganze Bundesland einzig und allein auf die statistisch kriminellste und der Mannschaft Hölle am innensten Stadt in ganz Deutschland reduziert. Ey, wirklich Leute, Frankfurt, gerade um den Hauptbahnhof, man kann da nicht mehr als jemand, der einen Kumpel hat, der da wohnt und ab und zu dahin geht, weil ich gern zum Schreiber Heine Schnitzel essen gehe. Hier, komm, ich zeige euch mal die einzigen zwei guten Orte in Hamburg. Hier, Schreiber Heine, da geht's ihr mal hin, ne? Da holt ihr euch mal einen guten Schnitzel mit der grünen Saucen und dann habt ihr da richtig geile Schissel, ey. Hier, da die grünen Saucen. Geht das mal? Sieht jetzt nicht, ey, wer hat denn diese Bilder gemacht? Welcher Wahnsinnige? Da, das ist der Schnitzel. Die machen gute Schnitzel, aber Besseres macht meiner Ansicht nach, das ist es. Appleboy Unser, kann ich sehr empfehlen. Hier, das ist die, ist der Laden. Da sitze ich immer hier meistens, weil hier ist ein Stromanschluss. Kann ich meinen Handy-Akku aufladen. Und ja, ist eine geile Geschichte. Die machen richtig gutes Schnitzel mit grüner Soße, meine Freunde. Das ist aber kein hessischer Dialekt. Das weiß ja wohl ich am besten. Ich komme aus Hesse. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß gar nichts. Ich habe mir noch nie eine von den ganzen Dialekten habe ich mir noch nie aufgezogen, weil ich das voll blöd finde. Ich denke mir, ey, sprich doch Hochdeutsch. Sprich doch Hochdeutsch wie ein Mensch, ey. Hörst du dir an, wie Schröckert. So. Die Bedeutung des Satzes. Moment, das muss ich nochmal sehen. Die Bedeutung des Satzes, wow, ich habe Pilze vor einer Nadel gefunden. Möchtest du einen Löffel von meinem Mittagessen abhaben? Ändert sich sehr stark, je nachdem an welchem Ort in Hessen man sich befindet. Brauchst du? Nee. Willst du Drogen? Nö. Willst du Alkohol? Nein. Was willst du denn hier? Wenn sie mich zu sehr nerven, dann haue ich den einen in die Fresse. Jemand schrieb bei seiner Google-Rezension, dass der Frankfurter Bahnhof ganz okay sei, aber man doch aufpassen muss, dass man nicht versehentlich abgestochen wird. Na, du musst halt schon, also das Problem ist, was die Leute halt nicht verstehen in Frankfurt, ne? Du musst halt diese Ausweichbewegung drauf haben. So, wenn der mit dem Messer kommt, so, Stich, Stich, musst du halt so, whoop, whoop, whoa, no, no, no. Und dann sagen die beim dritten Mal, sagen die dann, ah, you got me, okay, you got me, I won't step you any longer. Das wissen aber die wenigsten. Unendlich viele Obdachlose, die dir gratis Impfungen und Zähne geben. Ein fremder Mann hat sogar sichergestellt, dass ich nach Hause komme. Frauen, die dir einen blasen wollen. Ich habe ihnen direkt Ballons gegeben, wurde mit Käse beworfen. 700 verschiedene Dialekte, von denen man nur die Hälfte versteht. Im dunklen Felsen die Hausstapel nunne. Den Vater tut's kein Rivel scheren. Und das Motto von Hessen lautet, an Hessen führt kein Weg vorbei. Und hier möchte ich einmal die A1, die A2, die A6 und den Rheinradweg in den Raum werfen. Alles gut? Okay, chill. In Frankfurt steht außerdem die Börse. Diese fungiert wie ein Magnet für Leute, die im ersten Semester BWL studieren und mit Papas Porsche durch die Stadt cruisen und meinen, dass sie die besseren Menschen seien, weil sie zum Abitur eine Rolex und einen Golfwagen geschenkt bekommen haben. Tatsächlich seriöse und oft korrupte Businessmenschen und Typen, die dir weismachen wollen, dass es eine super Idee ist. Das ist so lustig, dass die den Brammen da genommen haben. Oft korrupte Businessmenschen und Typen, die dir weismachen wollen, dass es eine super Idee ist, in ihrem Pyramidensystem Dropshipping-Kurs zu investieren. 99%? Das stimmt natürlich, aber Krypto ist was völlig anderes. Von euch sind wirklich faule Ratten. Faule, undankbare, privilegierte, komplett mental verschobene Ratten. Am Bahnhof kann man problemlos Crack kaufen. Jeder zweite Frankfurter aus Social Media bildet sich ein, dass Frankfurt so schön wie New York oder Manhattan sei, nur weil... Das ist echt so ein Ding, ne? Das sagt Eda auch immer. Es gibt eine Sache in Frankfurt, die Skyline. Und die ist nur deswegen schön, weil du, wenn du sie siehst, sehr weit weg bist.
da sie ein Bild von der Skyline bei Sonnenuntergang geschossen haben und Hessen hat historisch am längsten damit gewartet, die Todesstrafe abzuschaffen. Völlig und ich zurecht. Nehme mir nicht raus, diese Entscheidung zu hinterfragen. Was ist jetzt los? Passiert da endlich was? Passiert da mal endlich was? Was passiert denn? Achtung! Ah, das ist hier dieser Fußballsong, ne? Ich will, dass sich was dreht. Da passiert was. Ich will, dass was passiert. Oder? Passiert was? Jetzt! Die Stadt ist zum Pilgerort für Menschen mit Gucci-Tasche und Dealer-Handy geworden und so findet jegliche Action, die in diesem Bundesland überhaupt passiert, einzig und allein in der Gegend rund um Frankfurt am Main statt. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Wiesbaden. Stell mal vor, du hast mit 20 Frauen Kontakt, dich verlassen aber alle bis auf 9. Mit wie vielen Frauen hast du dann noch Kontakt? Mit den Mädchen, die mir immer treu geblieben sind, die immer stabil zu mir gewesen sind, so. Der Rest des Bundeslandes setzte sich zusammen aus Burgen, Schlössern, Burgen und noch mehr Schlössern, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass jeder in seiner Wohnstraße am Ende mindestens ein Weltkulturerben-Disney-Schloss stehen hat. Das stimmt aber. Wir haben unfassbare Dinge erlebt. Ich komme nicht mehr umhin zuzugeben. Ich stehe auf die richtig dicken Dinge. Ah ja, außerdem trinkt man in Hessen gerne Apfelwein aus Vasen und isst... Ey, muss ich jetzt kurz auch mal sagen. Das ist aber tatsächlich so ein Ding, was ich sehr mag. Trinkt man in Hessen gerne Apfel... Da ist der klassische Bembel. Und jetzt kann ich kurz was erzählen. Ich war ja im Gelnhausen. Das ist auch in Hessen zwischen Frankfurt und Fulda, kann man so sagen. So, da ist so eine lange Strecke irgendwo in der Mitte, ist Gelnhausen. Ist im Grunde nur interessant, weil das eine, weil da eine PX mal war, oder eine PX, nee, aber halt so ein Militärstützpunkt und so. Deswegen kennt es vielleicht manche. War da nicht mal Bruce Willis sogar stationiert? Ich glaube ja. Ich glaube sogar, der war da. Vielleicht war er aber auch irgendwo anders. Aber es war da in der Ecke. Jedenfalls sind diese Bembel da wirklich Tradition. Und die sind auch cool. Und ich liebe Apfelwein. Ist Geschmackssache, aber ich finde, so ein süß gespritzter, sauer gespritzter kann man machen, wie man will. Ich kenne es auch noch als Panzer. Das war dann irgendwie mit Cola. Aber so ein gespritzter an sich ist schon lecker. Und früher, wenn einer Geburtstag hatte, gab es immer, da gab es diesen einen Laden, den gibt es jetzt gar nicht mehr so. Das hieß früher Treibhaus, heute heißt es anders. Damals war das halt so der Laden, wo man hingegangen ist, wenn man Geburtstag hat. Und dann hat man sich so ein 15-Liter-Bembel geholt. Das war wirklich so ein Eumel, der dann halt auf dem Tisch stand, den niemand tragen konnte. Und dann bist du so mit dem Glas rein und hast das Glas so von oben voll gemacht, sodass so die Haare von den Händen der Leute so langsam sich oben auch sammelten. Und irgendwann ab der Hälfte konntest du ihn dann langsam hochnehmen und schütten und schütten. Und das hatte was sehr Zeremonielles und was sehr Verbindendes, weil woanders ist ein Kasten Bier und jeder nimmt sich sein Bier aus dem Kasten und ist egal. Aber in dem Fall ist das sowas. Du willst von dieser Person, die Geburtstag hat, einen Äppler kriegen. Also musst du auch kurz hin, mit denen reden. Oh, ich tunke mal rein. Oh ja, reden, sich dabei entfernen, weg. Aber du musst mit ihnen reden. Und das fand ich persönlich immer sehr, ist natürlich auch nur Alkohol, ist jetzt auch nicht besser als Bier oder irgendwas. Ich sag nur, es hatte eine, finde ich, eine gesellschaftliche Komponente, die zumindest in dem Alter damals, so von 16 bis 22, gar nicht irrelevant war, um mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Wein aus Vasen und isst Handkäse mit Musik. Ja. Keine Ahnung, wer sich diesen beschissenen Namen für ein Käsegericht ausgedacht hat. Werbung. Über die letzten 20 Jahre haben zahlreiche YouTuber versucht, die beste Werbung aller Zeiten zu machen. Für die Speedrunning-Community ist eine Zeit von unter 2 Minuten für eine Honkai Star Rail Werbung der heilige Gral. Und im Juni 2024 wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Oh, hi Leute, was ein Glück, Honkai Star Rail. Es ist kostenlos, ladet es euch runter, Explosion. Es ist das beste Spiel überhaupt. Ich hatte Sex mit eurer Oma. Im heutigen Update geht es um das Anime-Mädchen Firefly, was sich in einen Roboter verwandelt hat. Oh mein Gott. Und sich dann einer Organisation angeschlossen hat, um nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Nicer Plot. Die neue Staffel von Neon Genesis Evangelion sieht unglaublich aus. Firefly hat coole, epische Fähigkeiten, wie zum Beispiel Sexalarm. Und beschwört jetzt Exodia, stirb Seto Kaiba.
Schaut her, ich habe extra für die Werbung hier Blender gelernt, um die Charaktere aus dem Spiel zu animieren. Ich hab so keine Ahnung. Und dann gibt es noch Jade als neuen mächtigen Charakter. Keine Ahnung, warum der Typ in den Kommentaren anfängt zu bellen. Und durch ihre Ultimate landet dein Gegner in Schleswig-Holstein. Oh nein, nicht Schleswig-Holstein. Was könnte euch noch überzeugen, das Spiel runterzuladen? Vielleicht dieser Soundeffekt? Ein rundenbasiertes RPG und das einzige Spiel auf dem Markt, in dem man ein Abbild von sich selber spielen kann. Dieses Video wird außerdem noch gesponsert von Milch. Oh wow, hat da jemand nach mehr Explosion gefragt? Hi, Herbert. Das Ganze gibt's auch auf PlayStation und auf dem Handy und jetzt kommt ein random Breaking Bad Meme. Mr. White, there's something wrong with this computer. Jesse, what the fuck did you do to the family laptop? Es gibt mit dem Code in der Beschreibung 50 Stellare Jade umsonst. Time. That's world record, dude. Yeah. Werbung Ende. Okay, Brandenburg. Hallo, ist da jemand? Wo bin ich? Warum sieht alles so aus wie ein Vorlaut? Und warum sind hier keine Menschen? Ich möchte hier weg. Ararark, Sterbensgeräusche. Herrlich. Bei meiner Recherche habe ich mir den meistgelikedesten Reddit-Beitrag mit Brandenburg im Titel angeschaut und stoß auf ein 3 Minuten langes Video, in dem nichts passiert und es einfach nur die ganze Zeit regnet. Und ich denke, das repräsentiert das Bundesland ziemlich gut. Frag niemals einen Menschen aus Brandenburg, was ihr Bundesland mit Preußen zu tun hat. Denn sie werden nicht aufhören, über ihre Geschichte zu reden, als wäre es ein unskippbarer NPC, die... Ah, Reisender, ihr wollt die Geschichte Preußens hören? Ja, lasst mich euch eine Geschichte erzählen, wie sie Ältesten am Lagerfeuer flüstern. Setzt euch und lauscht den Worten einer alten Wache. Es war in einer Zeit der Unruhe. Ja, im Jahr 1640 wird Friedrich Wilhelm neuer Kurfürst von Brandenburg und Herzog von Preußen. Ich bin 31 Jahre alt und ein ziemlicher Versager. Wobei ich der Meinung bin, dass dieses Bundesland nichts mit dem 30-jährigen Krieg zu tun hat und einzig und allein existiert, um die ganze Menschheit vor der Stadt Berlin zu schützen, die separat im Zentrum von Brandenburg liegt. Scheiße mir lieber mein Rückgrat raus. Gehe auf die nächste Kreuzung und mache Seilspringen damit, als weiterhin in dieser Gegend zu wohnen. Das ganze Bundesland hat weniger Einwohner als in Berlin Menschen leben. Personen, die in Brandenburg zu Hause sind, zweifeln manchmal selber daran, ob es in ihrem Bundesland überhaupt noch andere Menschen gibt. Alles klar. Das hat er gesagt. Eine unfassbare Liebe zu Spreewaldgurken, Bier, Bier und Bier. Und wenn du Pech hast, endest du beim Spazieren durch den Wald in einer endlosen Zeitschleife. Von diesen 8 Keksen nimmt er sich 3 weg. Wie viele Kekse bleiben denn jetzt noch übrig? Oh, ich weiß es nicht. Mit dem Begriff leeres Ödland lässt sich das Bundesland ziemlich gut beschreiben. Böse Zungen behaupten sogar, dass der Film Dune in Brandenburg gedreht wurde. Bruder, ich will hier weg. Wunderschöne Natur, überall Flüsse, auf denen man Bootstouren machen kann, erholsame Wanderwege, bei denen es jedoch passieren kann, dass man auf einmal ein lautes Heulen hört. Das ist schon wirklich gut. Denn Brandenburg ist das Bundesland mit den meisten freilebenden Wölfen. Und damit sind keine rechtsradikalen Hooligans gemeint, sondern Tiere mit schönem Fell, die Elon Musks in Brandenburg gebaute Tesla-Fabrik vor wütenden Klimaklebern beschützen sollen oder so ähnlich. Welcher Trottel lässt hier seinen Hund vom Kindergarten freilaufen und habe erst am Abend erfahren, dass das ein Wolf war. Je näher du dich Berlin näherst, desto teurer wird die Miete und desto mehr fängt auch dein Modestil an sich zu ändern. Und deswegen rate ich euch, euch möglichst von der Hauptstadt zu entfernen und in einer Windmühle auf dem Land zu leben, damit ihr von eurem eigenen gebackenen Brot leben könnt, so wie es jeder andere Brandenburger auch tut. Meine Tante hatte den früher auch noch so einen Kohleofen. Und die hat immer noch einen Kohleofen? Jetzt nicht mehr. Weil sie die Kohle nicht mehr schleppen kann. Nee, weil sie gestorben ist. An der Grenze zu Polen verschwinden regelmäßig aber der Autos ist immer und noch keiner da. Der weiß hat nur keine wieso. Oma mehr. Und aus Rache fahren Brandenburger nach Polen, um dort billig in den Puff zu gehen, Zigaretten zu kaufen und billig zu tanken. Polen senkt die Spritsteuer. Tanken ist hier gar nicht teuer. Ich mach dir noch Inspektion. Komm, der Weg muss sich doch lohnen. Viele pendeln auch nach Berlin, um dort zu arbeiten, während die anderen den ganzen Tag lang sinnlos mit dem Traktor umherfahren. Verdammt, ich muss sowas auch mal spielen. Das ist ein gutes Spiel, ne?
Das sehe ich, das ist Brandenburg. Hier ist schon wieder jemand gegen einen Baum gefahren. Ich meine, was soll man auch sonst mit 13 Jahren machen? Ich möchte Bauarbeiter werden. Ja. Da muss man nicht schreiben können. Ich war nur Vater. Ich habe vergeblich versucht, irgendeinen Clip zu finden, in dem ein Brandenburger mit seinem Dialekt spricht. Dann ist mir eingefallen, dass in diesem Bundesland keine Menschen leben. Und dann habe ich frustriert League of Legends gestartet. League of Legends. Death. Oh no. Moin. Ah, ihr Landratten, verwirrte Papageigeräusche. Mampf moin. Ich muss zugeben, das ist jetzt schon wirklich sehr nah dran. Hamburg ist einer dieser komischen drei Bundesländer, die nur aus einer einzigen Stadt bestehen. Und warum das so ist? Naja, die inoffizielle Version ist, dass die Hamburger-Industrie sich damals dachte, sie könnten ihr Geschäft antreiben, wenn sie ein ganzes Bundesland nach ihrem Gericht benennen. Und die offizielle Version ist, dass es irgendwas mit dem Krieg, der Industrialisierung und dem großen Ego des Menschen zu tun hat. Oh mein Gott, ein Amerikaner hat meinen Bruder gegessen, weil er dachte, er sei ein Hamburger. Menschen in Hamburg sprechen alle wie Piraten. Golf Dieter, 21, 43, 7 weit hinter dem Kampf, Aristonisch, ja. 3 Tage und 3 Nächte. Es gibt Sehenswürdigkeiten wie das Rotlichtviertel, das neben einem Rotlichtviertel in einem Rotlichtviertel in der riesigen Reeperbahn steht. Das ist wahr. Ey, wirklich, Reeperbahn ist nicht mehr benutzbar. Reeperbahn ist komplett überfordert mit Menschen. Lass es einfach, Reeperbahn. Werd wieder zur Straße, dann hast du keine Probleme mehr. Geh weiter. Alter, bleib zu. Noch ein Problem. Besser ist es. Die Kiezklatsche, ne? Ganz bekanntes Ding. Eigentlich mega das Arschloch. Und voll frech, weil der auch noch einen Betrunkenen, der eh schon nichts mehr checkt. Das ist sehr, sehr leicht. Ein Betrunkenen, der nichts checkt, quasi, wie heißt das, Pussy Whip? Nee, wie heißt das, wenn du den ersten Schlag machst, wenn der andere ihn gar nicht erwartet. Ah, da gibt's auf jeden Fall ist das ganz lame, da gibt's auch einen Namen für. Und der ist aber tot mittlerweile. Und mir tut's nicht wirklich leid. Weiter. Alter, bleib zu. Noch ein Problem. Sucker Punch, genau. Besser ist es. So hab ich mir das vorgestellt. Guck mal, Lennox, da steht jetzt Motil. Okay. Ja, zum Motherfucker. Schönen Abend noch. So, tschüss. Doch, tu ich, siehst du doch. So einfach ist das. So, und tschüss. So gehst du nicht arbeiten, ey. Du bist so stressig. Arbeitest du? Ja, selbstverständlich arbeite ich. Das heißt, im Moment sitze ich im Knast, aber normalerweise arbeite ich. Durch die ganzen Kanäle in Hamburg ist die Stadt extrem mit anderen Orten verbunden. Moment, ich muss das kurz aufklären. Nein, es gibt ganz wichtig. Sucker Punch ist von einem Arschloch, der jemanden haut, der damit nicht rechnet. Der Sucker ist in dem Moment der aggressive, ausführende Part. Aber Bitch Slap ist was anderes. Bitch Slap ist mit der Rückseite der Hand jemanden slappen, weil er nicht mal einen richtigen Schlag verdient hat. Und da ist dann der Empfänger die Bitch. Deswegen kriegt er einen Bitch Slap, weil er halt eine Bitch ist in dem Fall. Ich mag das auch nicht, die Formulierung, aber das ist der Grund dafür. Und der Sucker Punch, wie gesagt, der Sucker Punch macht aus dem Typen, der schlägt, einen Sucker. Das ist so der Unterschied. Genau, bei Oliver Pocher, nee. Das ist nämlich der Unterschied. Bei Oliver Pocher war es schwierig. Es ist ein bisschen beides, weil es war auf der einen Seite ein Bitch-Slap, weil er hat ja einen Slap bekommen, aber er hat mit der richtigen Seite einen bekommen. Schon mal kein Bitch-Slap, sondern nur ein Slap. Und dann ist ja in dem Fall der Typ, der es empfängt, der hat damit nicht gerechnet. Also ist es ein Sucker-Punch, also ein Sucker-Slap hier von diesem Fett-Comedy-Dödel. Naja, und das, ich mag ja Oliver Pocher auch nicht, aber sowas geht gar nicht. Ganz im Ernst. Nicht nur, dass es nicht geht, sondern der Typ hat auch völlig verdient, was danach mit ihm passiert ist. So ein Arschloch, ne? Also wirklich, ich meine damit jetzt nicht Pocher, sondern diesen Fat Comedy Heinl. Das ist einfach super asozial. Und nur Gehirnamputierte fühlen sich genötigt, sowas zu machen. Daran erkennt man halt einfach die Intelligenz der Leute. Ist klar, Fat Comedy ist ein Vollidiot, geistig. Der ist offensichtlich noch irgendwo hängen geblieben im Kindergarten. Aber wahrscheinlich ist er im Kindergarten früh raus, war ihm zu schwer. War ihm zu viel Arbeit. Nein, ich verstehe nicht, wie der Bagger funktioniert. Ich will weg hier. Lass mich schlagen. Oliver Pocher hat das aber auch verdient, finde ich. Eben in dem Sinne ist ein schlechtes Argument. Kann ich gerne erklären, warum. Man schlägt einfach nicht Menschen, auch wenn sie es verdient haben. Man sagt vielleicht punchable face oder so, aber man schlägt generell keine Menschen. Ich glaube, da kann man sich drauf einigen. Man schlägt keine Menschen, es sei denn, man ist in einem Ring und beide haben Bock drauf. Verdient ist dann immer schwierig, weil wer entscheidet darüber, ob jemand was verdient hat?
da wird es dann schwierig. Also zu sagen, da ist Gewalt okay, weil der hat es verdient, wie gesagt, ist schwierig. Ich weiß, dass ich ja selbst solche Witze auch mache, aber ich persönlich habe noch nie jemanden geschlagen. Ne? Also das ist dann eher verbal, aber ich verstehe schon. Aufpassen, sonst wirst du geslappt, als ob Fat Comedy mir überhaupt hinterherrennen könnte. Der Typ kriegt doch schon Asthma, wenn der nur aus dem Auto steigt. Nein, der kommt hier nicht her, keine Sorge. Ich bin im dritten Stock, der kann keine Treppen steigen. Fat Comedy. Der Typ ist so, wer ist denn das? Irrelevant ist der. Der Typ ist doch quasi gar nicht existiert. Der war doch vorher gar nicht auf der Karte, bis er gehauen hat. Und jetzt ist er wieder nichts. Jetzt ist er wieder ein Lappen, der absolut völlig irrelevant ist, oder? Fat Comedy. Vielleicht einfach nur Fat. Nenn dich doch einfach nur Fat. Das wäre wenigstens ehrlich. Lustig ist er nicht. Heißt, dort legen regelmäßig Wikinger-Schiffe an Land, um dort Beutezüge zu vollziehen. Fischbrötchen zu essen und man kann mit den Schiffen mitfahren. Das sieht gar nicht gut aus. Und kommt mit. Krass, war das wirklich in Hamburg? Das sind diese Dinger in Hamburg, ne? Das sind die Fähren, aber das ist nicht in Hamburg passiert, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ich habe das noch nie gesehen, dass das wirklich so hochkommen kann. Ernsthaft? Okay, das ist ein guter Gag. Fat Comedy geht in der Masse unter. Immerhin hat er sich als Witzfigur etabliert. Nee, komm, man muss dem Typ jetzt nicht auch noch mehr Werbung geben, als er eh schon nicht nötig hat. Das sieht gar nicht gut aus. Und kommt mit ein bisschen Glück nach ein paar Stunden in Nepal wieder raus. Soll ich mich anschreien? Yes? Dann schau doch, dass euch schleicht jetzt! Laut einer landesweiten Umfrage aus 2018 ist das angeblich die beliebteste Stadt in Deutschland. Was vielleicht auch daran liegt, dass kein Hamburg angeblich die beliebteste Stadt in. Das ist übrigens ganz schön für euch, weil das wirklich ein sehr schöner Schuss auch. Und wenn jetzt hier die KMH-Leute weg wären, dann wäre das auch. Wird es, aber das ist eh zusammengemixt, ne? Das unten ist nicht oben. Aber das oben ist sehr schön, dass die. Ist es die Sternwarte oder wie heißt das nochmal? Astro, irgendwas. Da haben wir auf jeden Fall auch mal gedreht. Und davor ist dieser riesige Platz und es ist echt schön. Ich kann es nur empfehlen. In Deutschland. Was vielleicht auch daran liegt, dass kein Hamburger auch nur eine Minute reden kann, ohne zu erwähnen, dass seine Stadt die schönste ist. Weshalb Leute sie auch als das Venedig des Nordens halt bezeichnen. Naja, ich sehe die Idee dahinter, aber würde in Venedig auch das hier passieren? Geil! Nein, unser brennt da unten. Das ist unser Auto. Eine Wohnung. Ey, und das ist so eine Scheiße, da muss ich kurz mal hier ein bisschen auf YouTube kurz was gucken, weil das ist einfach zu gut. Da habe ich es gefunden. Das ist teilweise so lustig gewesen. Ach, es ist jetzt auf Montauk. Okay, das wusste ich nicht, dass das so fusioniert wurde. Aber das muss ich hier gerade mal gucken, weil da waren lustige Sachen dabei. Polizei mit ihren Wasserwerfern. Wir scrollen uns da gerade mal durch. Ganz kurz. Ich weiß nicht, was es ist, aber das war damals und ich habe das auch schon mal gezeigt. Ey, was haben die G20-Gegner eigentlich gegen Fortbewegungsmittel? Jetzt muss ich hier laufen, weil keine Busse fahren. Weil die wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht ist die Straße geschmolzen. Warum bitte? Fackeln die Autos ab? Den muss man doch dann neu kaufen. Das kostet wieder neue Ressourcen. Und daran verdient am Ende eine globalisierende Firma. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt wirklich nicht den geringsten Sinn. Seid ihr denn alle bekloppt? Und das Allerwichtigste, warum muss ich jetzt laufen? Ich hab mir sogar ein blödes Busticket gekauft. Ich hab mir so ein fucking Busticket gekauft. Da kaufe ich einmal ein Ticket. Das ist jetzt der zweite Tag. Der erste Tag war richtig Chaos, am zweiten war auch richtig Chaos. Wow, Pferde. Wie lange ist das her? G20, wann war das denn? 4 Jahre?
Da möchte ich kurz hinzufügen, nein, nicht ganz Hamburg hasst die Polizei, ganz Hamburg hasst die ganzen linken Spackos, die die Straßen anzünden und allen auf den Sack gehen. Und das kann ich sagen als Hamburger und als Hamburger, der Hamburger kennt. Und diese Aussage, ganz Hamburg hasst die Polizei, habe ich damals so gehasst, weil es immer nur von den ganzen unsozialen Arschgeigen kommt mit ihren scheiß Antifa-Pullis und den ganzen Assi, die den ganzen Tag nur auf der Straße sitzen und fucking Bier saufen. Euch braucht keine Sau. Es ist wirklich so. Ganz Hamburg hasst diese Zecken. Ey. Nur am Rumkrakehlen, nur am Meckern, nur die ganze Zeit alles am Scheiße finden, aber dann den ganzen Tag rumsitzen und Bier saufen. Was bitte ist denn daran besser? Dich braucht auch keine Sau. Ja, du kannst dich auch verpissen, laissez-faire. Du kannst einfach heimgehen, nobody cares. So. Da haben sie alles voller Glas gemacht, das war auch geil. Ach, danke, die Linken. Dumm. Alles voller Glas, damit man endlich auch mal fahren kann. Da ist jetzt unspektakulär, ne? Ach, da haben sie irgendwas angesprüht. Ganz wichtig. Damit zeigt man, was man ist. Ich glaube, das ist so dumm. Die Leute haben sich so dumm verhalten. G20 war so peinlich für Hamburg. Und zwar nicht wegen der Polizei. Ganz peinliche Nummer war das. Alles hat gebrannt. Dann haben sie hier eins von diesen Wattenfalltoren. Ist verbrannt worden. Kostet ja auch nur 20.000. Ey, guck mal, wie viele Polizisten da rumlaufen. Das fand ich einen sehr schönen Shot direkt bei der Europaschule. Ich finde, das hat was. Also eine riesige Steuerverschwendung und unnötiger Schwachsinn. Und am Ende haben alle eine riesige Party gemacht. Kann mir keiner erzählen, dass das irgendwas gebracht hat. Aber solange sie noch rumsitzen, ist es ja okay. Aber sobald sie hier anfangen, das ist halt richtig nervig gewesen. Ich wollte teilweise nur zum Kiosk und überall bist du angespritzt. Überall. Nirgendwo wollen sie dich langlaufen lassen. Du gehst in deine Wasserwerfe, ist links in die Straße rein. Und dann kommt so eine Horde Bullen auf dich zu und denkst, fuck, okay, ich bin wieder falsch. Gehst rückwärts, gehst rechts, stehst wieder vor einem Flammenwerfer. Nein, das ist dann der, also da kam erst der Wasserwerfer, danach hinter kam der Flammenwerfer. Aber guck das mal an, ne? Was für eine Verschwendung an Steuergeldern und Wasser. Unterlassen Sie das Bewerten der Polizeikräfte mit Gegenständen. Du findest die ganze Zeit, 3-4 Tage lang. Meinst du, ich gebe ihm 7? Also es geht schon. So ging das halt. Aber das ist gar nicht das, was ich zeigen wollte. Ich wollte ja eigentlich was von den Partys, die da liefen, zeigen. Oh ja, das war glaube ich dann. Na, da haben sie uns irgendwie, glaube ich, auch weggespritzt irgendwann. Das Problem ist, die Hälfte der Leute sind ja, wie ihr seht, auch so Gaffer wie ich. In dem Fall, die alle das nur filmen wollen. Weil wann siehst du mal so einen Wagen? Ich habe den ja bezahlt mit meinen Steuergeldern. Ich will auch mal sowas mitkriegen. Aber eigentlich war es dann doch am Ende was unspektakulär, weil einfach nur sich diese zwei Gruppen die ganze Zeit, sieht man ja, die zwei Gruppen haben sich die ganze Zeit irgendwie gestritten. Und am Ende war alles irgendwie komplett blöd und banal und einfach dumm. Einfach, das war einfach eine riesige Party. Und als jemand, der 4 Tage lang da war, kann mir niemand erzählen, dass das was Politisches war. Das war einfach dummes Rumgeeiere von Vollassis, meiner Ansicht nach. Die einfach Bock hatten, mal eine Straße anzuzünden und mal der Staatsmacht zu zeigen, wie krass sie sind. Okay, was machst du da eigentlich? Ich habe da gelebt. Das ist ja das. Meine Wohnung war direkt an der Schanze. Meine Arbeit ist direkt an der Schanze. Ich konnte quasi nirgendwo hingehen, ohne dass ich in irgendwelche Dings kam. Ja, komm, dann gucken wir uns das nochmal an. Dann seht ihr nämlich, was ich wirklich meine. Da rechts, rechts, von rechts kommen die. Oh ja. Ja, sind schon da. Es ist faszinierend, du kannst dir das heute im Stream angucken, ne? Ja. Du guckst live dem Schiff. Kriegen wir mehr mit, als wenn wir jetzt rausgehen würden, ja. Wahrscheinlich, weißt du? Und sicherer. Und sicherer. Das Ding ist, Ian und ich sind große Kamera-Hoschis und im Herzen Redakteure. Und deswegen haben wir den ganzen Shit halt, sind wir rausgegangen und haben ihn gefilmt. Wir sind, wie gesagt, selbst schuld, ne? Wir sind mit schuld, wir sind Teil des Problems. Alles klar, weiß ich. Bestreite ich auch nicht. Trotzdem finde ich das interessant. Fuck. Natürlich war ich komplett draußen. Verdient. Das haben wir wirklich sehr verdient. Ach ja, genau, da haben wir dann den, da haben wir Dings abbekommen. Tränengas, hier sieht man es ja. Und ich habe noch nie in meinem Leben Tränengas abbekommen. Ich muss ehrlich sagen,
Das ist nichts, was man haben will. Genau zum falschen Moment, an der falschen Stelle aufgetaucht. Oh, es ist wirklich sehr unangenehm, aber ich bin wirklich fucking selbst schuld. 5 Minuten habe ich mir scheiße gefühlt, jetzt geht's wieder. Wir gehen noch mal hin. Es ist, um ehrlich zu sein, will ich eigentlich gar nichts. Ich will eigentlich nur hier stehen bleiben. Ja, das war nämlich, das Problem war, wir sind hier durch den Gang gegangen. Ich wollte eigentlich nur auf die Hauptstraße. Gemein. Auf der Hauptstraße ist aber, wie ihr seht, der ganze Kampf gerade. Und dann haben die uns, die wir da an dieser Gasse stehen, als Teil des Problems gesehen und auch zu uns halt so ein bisschen Wasser und Tränengas geschickt. Damit wir halt uns verpissen. Eigentlich völlig in Ordnung. Eigentlich der Job, ne? Aber es war doch sehr, es hat einen Reiz. Ich verstehe, dass die ganzen jungen Leute da hingehen, aber deswegen kann mir auch keiner erzählen, dass es darum geht, um gegen irgendwas zu protestieren. Die finden es einfach auch geil, dieses Gefühl, dass was passiert. Wie gesagt, ich bin da hundertprozentig selbst schuld. Ich sag nur, das ist ein Reiz. Es war nicht so geplant, aber wir haben es verdient. Und es ist halt, wie gesagt, die Leute stehen halt alle draußen rum. Die Hälfte der Leute wissen gar nicht, was eigentlich passiert. Und dann stehen da elendslange die Polizisten und machen nichts. Und rechts sind dann irgendwie die extrem Linken und werfen Steine und Flaschen. Und denkst die ganze Zeit, hört doch damit auf. Und dann war ja hier auch die Geschichte, wo sie von diesem einen Gebäude aus Helikopter mit Lasern versucht haben, abstürzen zu lassen. Muss man sich mal vorstellen, wie gehirnappiert kann man sein. Hier oben auf dem Haus, da haben sie dann so ein Einsatzkommando hat die dann da runtergeholt. Also kann mir niemand erzählen, da oben links ist es, passiert es gerade, dass das in irgendeiner Form gut ist für alle Menschen, Helikopter mit Laserpointern zum Abstürzen zu bringen oder Backsteine von oben auf Menschen zu werfen. Wenn das eure Vorstellung ist von linkem menschlichem Einsatz, muss ich sagen, habt ihr eine komische Vorstellung von Gemeinschaft. So funktioniert das einfach nicht. Aber gut, ich fand den G20 war für mich schockierend, hat für mich meine politische Einstellung auf jeden Fall ganz weg von extrem links gebracht, weil ich gesehen habe, was für retarded Leute da teilweise dabei sind. Das hat mich echt verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. G20 war unfassbar peinlich. Aber war halt was los, ne? Passierte mal wenigstens was. Ich habe auch ein, zwei echt schöne Bilder aufgenommen, gerade gegen Ende. Und das Tollste ist eigentlich der Tag danach. Das Schönste war eigentlich am nächsten Tag, als die ganzen Leute weg waren, die Assis hier, die alles kaputt gemacht haben, wahrscheinlich weil ihre Deutschlandkarte ausläuft und sie mussten noch schnell mit dem Zug wieder zurück, da wo sie eigentlich wohnen. Wir waren ja Krawalltouristen zum Großteil. Und am nächsten Tag haben dann die ganzen Hamburger aufgeräumt. Und das war echt schön. Das war echt schön. Das Aufräumen. Also du hast gesehen, wie alle zusammenkommen, die haben die ganzen Schäden beseitigt, haben alles mit so Kreide zugemalt, so schöne Sachen draufgemalt. Das ist mein Lieblingsbild. Ja, fand ich gut. Und am nächsten Tag haben sie dann, wie gesagt, ich höre es gleich auf, aber das ist auch wieder nur... Da wollte ich wirklich nur kurz was einkaufen. So, warte mal, das ist eigentlich auch... Du musst gerade fucken, das hat ein gutes Ende. Es scheiße, nur zum Kiosk. Ich wollte wirklich nur zum Kiosk. Und jetzt ist auf beiden Seiten schon wieder irgendwie ein Wasserwerfer vorbeigefahren. Und jetzt stehe ich hier und weiß nicht, wo ich hin soll. Genau, das war die Ecke. Ich kam nicht mehr raus. Die lassen dich dann ja in die eine Straße nicht rein, in der anderen ist ein Wasserwerfer. 100 Meter von meiner Wohnung entfernt, ne? Also ich kam nicht nach Hause. Stehst du nach Hause, ey. Mach doch euren Scheiß allein. So, dann bin ich nach Hause gegangen. Und hab's mir im Fernsehen angeguckt. Es ist so crazy, Alter. Das waren so krasse Zeiten. Aber jetzt nur zur Verschönerung noch einmal, was am nächsten Tag war. Und das hat mich versöhnt mit Hamburg der Stadt. Und da, das sind echte Hamburger. Das sind die fucking Hamburger. Hier ist kein einziger von den Arschgeigen, die davor alles kaputt gemacht haben, dabei. Das sind die echten Hamburger. Jeder, der davor war und alles kaputt gemacht hat, fickt euch. Das sind die Leute, die Hamburg zu dem machen, was es ist.
fand's schön. Also für mich waren das drei sehr krasse Tage, da war wirklich alles dabei. Am ersten Tag war Party, da lief die Party-Demo, da war noch Spaß, dann war Horror, Horror, Horror. Hier ist der Weg von vorhin mit dem Tränengas. Und dann war zwei Tage Horror und dann war ein Tag wieder schön. Viele haben jetzt gesagt, mach doch einfach das Video weiter. Ja, aber was soll ich machen? Wenn ich darüber reden will, will ich darüber reden. Du kannst dir diese letzten 5 Minuten ja auch alleine angucken. Es sind 2 Minuten. Aber wir sind eh gleich am Ende. Suchende Frau bietet im Internet ihre Niere und Körperteile für eine Wohnung in Hamburg an. Heißt, die Miete wird dort wohl auch ziemlich niedrig sein. Das ist Finn aus Hamburg. Er hat daran geglaubt, nichts mehr essen und trinken zu müssen. Er hat gesagt, er glaubt, dass der Mensch nur von Licht leben kann, sogar ohne Wasser. Er wurde nur 22 Jahre alt. In Hamburg gibt es den Bereich überhalb der Elbe, also das schöne Hauptviertel von Hamburg, in dem man die Kultur der Stadt genießen kann. Und es gibt den unbedeutenden Rest im Süden. Achtung, verpisst euch von der Tür, sonst tritt unser Fahrpersonal euch die Fresse ein. Außerdem Highlights wie ein Bunker, der zu einem wunderschönen, überwachsenen Gebäude aus einem Ghibli-Film wurde und natürlich das UNESCO-Weltkulturerbe, der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Ich muss zugeben, der Pennymarkt auf der Reeperbahn, ihr kennt alle die Penny-Doku, die finde ich auch lustig, aber es ist ein bisschen traurig, weil es halt wirklich die klassischen Alkoholikerfiguren sind. Aber ich muss sagen, dass der Pennymarkt ist lustig. Ich habe studiert, ich bin Captain zur See, wir haben mein Patent A, B und C und die 6. Die hat seit, ich glaube, 4 Jahren Hausverbot, weil sie versucht hat, mir in den Schlitz zu kacken. Ab 10 Uhr dürfen wir dir keinen Schnaps mehr verkaufen. Was für ein Crime! Wie ist denn Ihre Lebensphilosophie? Nimm dir das Lied! Die Lieblingsgetränke der Hamburger sind Cuba Libre, Pina Colada, Mojitos und Molotow-Cocktails. Alle in Hamburg begrüßen sich mit Moin, essen gerne Franzbrötchen und alle sind der Meinung, dass Hamburg ein exzellenter Ort wäre, um ein erneutes G20-Gipfeltreffen dort abzuhalten. Ihr vermummten Assis! Ich habe das Gefühl, dass das Auto angezündet wird. Das G20-Gipfeltreffen dort abzuhalten. Ihr Wichser! Oh, Leute! Halt deine Fresse, ey! Wir wohnen hier! Ihr Penner! In den nächsten 4 Bundesländern geht es um Kühe, die auf Feldern stehen. Das eine Bundesland, das immer vergessen wird. Atombomben, Feuer, Maschinengewehre, die Backrooms und die grausame Höllendimension. Bitte holt mich jemand ab, mir geht's gar nicht gut hier. Und Tschernobyl. Bis zum nächsten Video. Goodbye. Eieiei, das hat mich fertig gemacht. Das war fertigmachend. Ja, Jules, richtig geil. Props von mir. Ich wünschte, ich würde häufiger vorkommen. Also ich finde hier, ich trinke Bier, hätte da doch wunderbar hingepasst bei Bayern. Ja, war Wahnsinn. Richtig gut, schönes Ding. Ich gucke das gerne auch in Zukunft häufiger. War sehr geil. Ich konnte wirklich viel auch beitragen. Also ich konnte wirklich, jetzt gerade bei Hamburg, konnte ich nochmal so meinen eigenen Nebenast aufmachen. War toll. Werde ich häufiger machen. Das war jetzt ein React zu Jules. Grüße an der Stelle. Geht ruhig mal auf den Kanal. Jules, der Zweite. Er hat 2 Kanäle. Er ist wie ich. Ein Kanal, noch ein Kanal. Nur er hat ungefähr 100 Mal mehr auf allen Kanälen, aber das kommt noch. Aber wichtig ist, dass ich auch erstmal genauso viele Kanäle habe wie Jules. Jules, Videos sind mir zu lang. Ja, das, Moin Mon geht jetzt 2 Stunden. Was hast du denn dann dazwischen gemacht immer wieder, wenn dir das auch zu lang ist? Aber generell sind die Jules-Videos hier ja jetzt kürzer. Ne? Das waren ja jetzt eher so 20 Minuten. Und das Originalvideo ist ja, also die Original-Jules-Videos auf dem Hauptkanal sind ja eher so 40 Minuten. Bin erst 10 Minuten hier, schreibt der, dann bist du wahrscheinlich in 5 Minuten wieder weg. Ne? So, 15 Minuten reicht. Also Leute, ich höre jetzt auch auf, weil ich muss mit dem Hund raus. Ich habe es ja am Anfang angekündigt. Wir machen kurz einen kleinen Montalk und dann muss ich... Was ist hier los? Und dann muss ich... mit dem Hund raus und dann habe ich viel zu tun, denn ich muss diese mysteriösen Pakete auspacken. Keine Ahnung, mit wem das... Ja, werden wir mal schauen. Wenn ihr Bock habt, ne? Mon 5 und Mon steht hier unten. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Das war, finde ich, sehr schön, hat Spaß gemacht. Die wunderbare Morning Show werde ich versuchen, häufiger am Montag auch zu machen. Ich wünsche euch einen schönen Arbeitstag, als ob ihr arbeitet. Ich wünsche euch einen schönen Tag beim Amt. Hoffentlich gibt es heute Bonus-Scheck. Nee, ernsthaft, wirklich war schön und ich wünsche euch wirklich einen schönen Tag. Schreibt mal rein, wo ich euch hinschicken soll. Und dann
geht es heute irgendwann abends nochmal weiter mit Elden Ringo. Und vorher gehe ich aber nochmal mit dem Hund raus und hänge ein bisschen draußen rum, gucke mir das Wetter an. Okay, wir sind am Ende, Ende. Ich gehe jetzt kacken mit dem Hund. Macht's gut, war schön. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Und wenn nicht, dann lasst doch einfach mal einen Daumen hoch da. Dann weiß ich, dass ich was ändern muss. Bis dann. Tschüss. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, sonst zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!